Was mit Ihnen hier? Sie haben meine Nachricht empfangen, habe ein Notsignal gesendet. Es gibt keinen Funk. Sind Sie Soldat? Wartungspersonal. Dawn Hatzt. Ich säubere Maschinenteile. Hier wimmelt es von Geth. Sie hätten sich verstecken sollen. Ich dachte, ich könnte kämpfen und den anderen Zivilisten etwas Zeit verschaffen. Es waren so viele. Ich hatte vorher nie eine Waffe benutzt. Bewegen Sie sich nicht, wir haben Medigel. Ich habe zu viel Blut verloren. Suchen Sie den Admiral. Wenn Sie den Störturm zerstören, können Sie ihn anfunken. Wir finden ihn, Dawn. Versprochen. Bitte, hören Sie mir zu. Die Zivilflotte will diesen Krieg nicht. Wenn es eine Chance gibt, dass Admiral Corris uns lebend hier rausbringt... Und sagen Sie meinem Sohn... Sagen Sie, Jonah, dass sein Vater es auf die Heimatwelt geschafft hat. Das werden wir. Ruhen Sie sanft, Dawn Hatzt, was Runner. Auf zu diesem Turm. Ach, Mensch. Dein Sohn wird begeistert sein. Vater ist tot. Flugabwehrgeschütze ausschalten, Flugabwehrgeschütze ausschalten. Okay. Dann werden wir erstmal zu den einen hingehen. Wir so schön noch erwarten, ja. Aua. Alter! Was ist mit euch? Ich habe ja nicht mal was aktiviert hier. Sicherheit. Okay. Sehen wir uns die Steuerung des Geschützes an. Wir können es bestimmt deaktivieren. Ah, cool, wir haben mehr Munition. Wie voll ist. Hier geht's gerade nicht, aber ist okay, ist egal. Wer soll das Geschütz deaktivieren, Shepard? Ja, komm, Edi, komm. Schalten Sie sie aus, Edi. Bestätige. So. Sie müssten ein unbemanntes Geth-Geschütz eigentlich bedienen können, Shepard. Noch mehr Geth! Wo denn? Ich benötige mehr Zeit, um das Geschütz zu deaktivieren.
holen wir uns das Letzte. Gas bei den Türen! Na, jetzt nicht mehr. So. Ja, mal kurz speichern. Verdammt. Bringen Sie das Geschütz offline, Edi. Sofort. Gut. Wir kümmern uns. Also, wo ist die Waffe? Da. Ist die Waffe da? Ist die Waffe? Dem Shuttle Bescheid. Okay, hat sich schon erledigt. Wo sind sie? Der Rest meiner Crew hat es auf eine Lichtung geschafft. Ich lade die Position hoch. Bleiben Sie zusammen. Nein, die Gäste haben mich abgeschnitten. Ich höre schon die nächste Welle. Geben Sie uns Ihre Koordinaten. Lassen Sie. Meine Crew wird in Kürze überrannt. Und Sie auch. Meine Leute sind keine Soldaten, Shepard. Man wird sie abschlachten. Retten Sie sie. Admiral, Sie müssen die Zivilflotte führen, wenn wir diesen Kampf beenden wollen. Was ist daran zivil? Unsere ganze Spezies hat für diesen Wahnsinn zu den Waffen gegriffen. Es ist zu spät für uns. Es ist nur dann zu spät, wenn Sie hier unten sterben. Sie glauben doch nicht, dass Sie diesen Krieg beenden können. Ich weiß es nicht, aber klar ist, dass ich es ohne Ihre Hilfe ganz bestimmt nicht schaffe. Rede mit mir. Komm. Vorfahren, vergebt mir. Lade meine Koordinaten hoch. Wir kommen. Oh. Da ist der Admiral. Wir müssen uns beeilen. Hab ich gesehen. Geth, hinter Ihnen! Gehen Sie in Deckung!
Shepard? Meine Crew. Vielleicht ist noch Zeit. Hallo? Hier ist Saal Chorus. Hört mich jemand? Hallo? Glaube nicht. Wir müssen gehen. Ich bete, dass der Himmel der Heimatwelt Ihnen ein Trost war. Commander, die Unruhen haben sich weiter verbreitet, als ich dachte. Sie hatten recht, was meine Rückkehr angeht. Und werden die zivilen Captains bleiben? Ja, sie haben sich in Verteidigungspositionen im Zentrum der Flotte neu formiert. Wenn wir sie nicht aufgehalten hätten. Wenn ich ihnen irgendwie helfen kann? Nachdem die Quarianer die Geth in die Arme der Reaper getrieben haben, würde ich alles tun, um diesen Wahnsinn zu beenden. Genau deshalb wollte ihr Volk sie zurück. Stimmt. Es ist höchste Zeit, dass wir uns um die kümmern, die wir noch retten können. Leben Sie wohl, Shepard. Viel Erfolg. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Okay. Commander Shepard, gibt es etwas zu besprechen? Was ist mit der zusätzlichen Hilfe, die wir mobilisiert haben? Die Kroganer und Turianer sind natürlich eine große Hilfe. Dass Erdnord Rex sie anführt, ist gut für uns. Und die gerettete Kroganerin verschafft uns die Unterstützung der anderen Clans. Es war gut, dass sie die Bombe auf Tuchanka entschärft haben. Wir hätten die Kroganer verlieren können. Jetzt haben wir sogar Turianer. Das klingt gut. Was ist mit den Asari? Die Asari sind seit dem Putschversuch endlich auch mit dabei. Sie überstellen Flotten und schicken Wissenschaftler zur Mitarbeit am Tigel. Was ist mit den Salarianern? Auch interessant. Wir haben durch die Hintertür Nachrichten von STG-Einsatzteams bekommen. Sie haben ihre Unterstützung zugesagt. Obwohl ich die Genophage geheilt habe. Laut unseren Informationen gibt es Spannungen zwischen Militär und Politikern. Die STG-Jungs kennen die Lage. Sie wollen nicht die Salarianische Union gefährden, nur weil eine Dalatras ihren Willen nicht durchgesetzt hat. Was ist mit Arias Söldnern? Arya T'Loke. Hätte nie gedacht, dass wir mal an einem Strang ziehen. Das Bloodpack wird nützlich sein und gewalttätig. Hauptsächlich Vorcha heißt es. Die Blue Suns sind sehr nützlich. Dana Voske bringt seine Männer mit und die sind ganz begierig auf einen Kampf. Eclipse stellt Truppen und Max bereit. Wenn wir eine Schwäche bei den Reapern finden, werden sie sie ausnutzen. Ich will gar nicht wissen, wie sie Arias Kooperation erlangt haben, aber es hat sich gelohnt. Ja. Gut. Das ist alles, Sir. Genau. Informieren Sie mich. Hackett Ende. Eine Art Beteiligte kann mit Hackett sprechen und eine andere Art. Zen, wir brauchen diese Schiffe, um Rettungskapseln zu bergen. Sinnvoller Meersbergungsdienst auf dem Schlachtschiff zu leisten. Wir lassen niemanden in Rettungskapseln sterben, nur damit Sie sich durch Geth-Schutt wühlen können. Sie haben selbst gesagt, die Lebenszeichen seien schwach. Sie könnten längst tot sein. Das ist aber nicht Ihre Entscheidung. Als Admiral ist es das sehr wohl, Exilantin Sora. Zen, wir brauchen diese Schiffe, um Rettungskapseln zu bergen. Zen, Sie können später noch ein Bergungsteam schicken. Außer es gibt kein später, weil wir wegen fehlender Geth-Technologie besiegt werden. Also gut, ich stelle Schiffe für die Bergung von Rettungskapseln ab. Sobald sie fertig sind, will ich sie zurück. Danke, Shepard. Was hört zu meinem Team? Was denn los? So, und jetzt werden wir uns gleich mal unter 4 Uhr unterhalten und dann mal eine Aufnahmepause. Cerberus war eine Weile lang ziemlich beliebt. Sie haben die Kollektoren bekämpft, während der Rat nur Däumchen gedreht hat. Und jetzt töten sie Zivilisten und greifen unsere Verbündeten an. Commander, Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Alles klar. Richtig.
Okay. Miranda will uns sprechen, wird aber erstmal. Wir haben andere wichtige Dinge erstmal zu tun. So. Tali, wenn Sie raufkommen möchten. Ich bin gleich da. Danke für die Einladung. Ich konnte vor Rahn nicht freisprechen. Alles okay? Nein. Nein, überhaupt nicht. Verantwortung für 17 Millionen. Und ich weiß nicht, ob ich sie retten kann. Sie tun ihr Möglichstes. Falls die Flotte scheitert, dann nicht wegen Ihnen. Ich habe meinem Vater geholfen. Und Sens Pläne? Die neue Tech für die ach so wunderbare Invasion basiert auf der Arbeit meines Vaters. Wenn sie wegen mir sterben. Und ich... Wir holen sie sicher da raus, Tali. Vielleicht wäre es besser, nur eine Exilantin zu sein, die sowieso niemand hört. Es tut trotzdem weh. Ich war zu schnell bereit, mich für das Wohl der Flotte zu opfern. Das muss aufhören. Viel Glück. Ich muss zurück, bevor die Admirals wieder Probleme kriegen. Wir reden später weiter. Ach, Tali. Lyra Inland? Lyra, Sie wollten etwas in meiner Kabine besprechen? Ja, ich bin gleich da. Honigintechte Mächte. Was ist das? Nur herein. Danke. Setzen wir uns. Ich habe über unser Wissen über die Reaper nachgedacht und wie leicht es wieder verloren gehen könnte. Darum plane ich, Dinge für die Zukunft aufzubewahren. Was ist das? Eine Art Akte der Galaxie. Informationen über Reaper, Portale, verschiedene Kulturen und Baupläne des Tigels. Zu einem Eintrag hätte ich gern Ihre Meinung. Welchem? Ihrem. Ich würde mich geehrt fühlen. Wie soll sich die Geschichte an Sie erinnern? Ich will die Wahrheit. Gut, schlecht, lassen Sie nichts weg. Soll die Geschichte urteilen? Ich berichte nur Tatsachen und streiche alle aufregenden Passagen über Ihre Heldentaten. Steht da was, dem ich nicht gerecht werde? Ich kann nichts dagegen tun. Wir sind befreundet. Sie waren auch für mich da, Lyra. Nein, ich hätte mich Ihnen auf Ilium gerne angeschlossen. Ist schon in Ordnung. Naja, ich habe gerade Ihren Namen in die Sterne geschrieben. Ja, gut. Und noch jemanden einladen? So, schauen wir mal nach, wie es Ashley geht. Die Jutste. Hat sie einen Rausch ausgeschlafen? So, schauen wir mal. Da. Ich habe gehört, was da unten passiert ist, Commander. Sie hat mich zum Nachdenken gebracht. Ein guter Anführer ist viel wert. Wie viele Leben soll man wohl opfern, um ein wirklich Bedeutsames zu retten? Hoffentlich muss ich das nie herausfinden. Ach Mensch, Ashley. Gute Arbeit da unten, Commander. Was ist mit unserer Beziehung? Ich hab dich geliebt. Geliebt hab ich dich. Mit dem ersten Teil.
Stopp. Und jetzt säufst du. Mensch. Ja, der Unfall war ein bisschen scheiße, aber gut, okay, kann man nicht machen. Ach, Mensch. Ashley. Hör auf zu trinken, Mensch. So. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier. Haben wir jetzt eigentlich noch hier zu erledigen. Schauen wir mal kurz. Gut. Die Reaper-Basis zu zerstören. Aber dann würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Aufnahme. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis dahin, ciao!